Meine Damen und Herren, er beherrscht eine Kunst. Und nicht irgendeine Kunst, sondern die des Gedankenlesens. Er ist gerade mal 24 Jahre alt, hat aber im Grunde schon Auftritte gehabt auf allen Kontinenten. Er gehört zu den Jüngsten, wen wundert es, zu den Jüngsten seiner Zunft. Er ist in Deutschland geboren, hat seine Ausbildung in Neuseeland gemacht und lebt nun in Amsterdam. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf Timon Krause. Lieber Timon, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich begrüße den Mentalmagier, der, als er gehört hat, dass Michelle Hunziker in der Show ist, sofort gesagt hat, da habe ich eine Idee. Und Michelle ja. ist sozusagen die ideale Partnerin für dieses mentale Kunststück. Genau. Du, Michelle, kriegst heute die einmalige Chance und für dich vielleicht sehr interessante Chance, Geld zu verdienen. Ja. Danke. Ich habe dir viel zu bieten. Warum nicht? Sie ist finanziell aus dem Gröbsten raus. Du bist aus dem Gröbsten raus, trotzdem wollte ich dir noch so ein bisschen um die Arme greifen heute. Ja, das ist nett, danke. Sehr gerne, mit einem kleinen Wettspiel. Mhm. Und, wir fangen mal ganz kurz an. Du darfst einmal den Umschlag, den ich mitgenommen habe, unterschreiben. Ja. Ich erkläre dir gleich, was drin ist. Du kannst einmal deine Unterschrift hier, draufsetzen. So hier? Genau. Okay. Zack. Wunderschön, der wird nachher sehr viel wert sein. Das Geld verdiene ich mir zurück. Michelle, in dem Umschlag befindet sich eines von zwei möglichen Dingen. Ja. Entweder ein rotes Papier mit einem Kreis drauf oder ein rotes Papierchen mit einem Dreieck drauf. Okay. Ganz zum Ende des Interviews wirst du raten, was drauf ist. Wenn du richtig rätst, kommst du von mir. Jetzt kommt's. Michelle wird nervös. Michelle wird nervös. Weißt du wieso, dass ich nie gewinnen 5 Euro. Werde? 5 Euro, bitteschön. Fang mit den 5 Euro an, okay? Wir machen mal ganz. Ja. Nein, 50. Komm, wir machen 55 drauf. Nein, 5 ist okay, 55. Komm, es ist symbolisch. Nein, um Gottes Willen. Symbolisch natürlich nicht. 55 Euro okay. kannst du gewinnen. Wenn du also nachher sagst, es ist ein Kreis drin, und es ist wirklich ein Kreis drin, dann kriegst du die Euro. Wenn du sagst, es ist ein Kreis drin, ist aber das Dreieck drin. Und du sagst, es ist ein Dreieck drin, ist aber der Kreis drin. Okay. Dann nehme ich mein Geld von dir zurück. Okay. Das ist die Wette. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Du weißt, Wetten bezahlt man. Wetten bezahlt man, okay. Ja. Okay, okay. Auf jeden Fall. Ich bin der Notar in der Geschichte. Ich bin, ja. Genau, und das ganze Fernsehen hier gerade. Sind alle sprechend. Sie sagen, jeder Mensch kann Gedanken lesen, könnte Gedanken lesen, wenn er mein Handwerk, ihr Handwerk verstünde. Ja. Jetzt spielt es eine große Rolle, die Körpersprache eines Menschen zu verstehen. Mhm. Wie geht das? Bis zu einem bestimmten Punkt. Nur die Körpersprache zu verstehen ist natürlich nicht alles. Es geht beim Mentalist sein, und ich sage tatsächlich, das kann jeder. Es kann ein Bäcker-Mentalist sein oder ein Lehrer-Mentalist sein. Heino beruhigend, der ist Bäcker. Na, bitteschön. Ja. Oder Moderator-Mentalist sein. Es geht dabei auch darum, den eigenen Geist zu verstehen. Das Schöne an Menschen ist ja, dass wir alle im Detail unterschiedlich sind, aber irgendwo in den großen Bahnen uns sehr ähneln. Und das Verstehen der Körpersprache geht dann auch damit einher, seine eigene Körpersprache zu verstehen, wissen, wie fühle ich mich, wenn ich bestimmte Gesten ausführe, und daraus Rückschlüsse führen zu können auf den oder die andere. Eine große Rolle, sagen Sie, spielen die Hände. Bitte, Michelle, bitte mal die Hände so lassen jetzt. Ja? Was sagt die Handhaltung von Michelle Hunziker zum Beispiel Ihnen? Kontext ist immer alles. In diesem Moment natürlich tiefenentspannt und sehr selbstbewusst. Und ich glaube, sie freut sich auf das Geld, das sie nachher nicht gewinnen wird. Aber krampft schon so ein bisschen. Bei den Händen, also ich sage immer, bei Körpersprache sowieso ist Kontext alles. Das heißt, die eine Körpersprachehaltung könnte im einen Moment was ganz Negatives bedeuten, im nächsten Moment was ganz Positives. Du musst also immer das Gesamtbild betrachten. Wenn wir uns aber die Hände anschauen, und überhaupt Körpersprache bedeutet eigentlich fast immer, als grobe Regel, desto mehr Platz eine Person einnimmt, desto selbstbewusster ist die Person in dem Moment. Das heißt, Leute, die Hände weit auf den Tisch legen, sich weit nach vorne legen. Heino, Heino zum Beispiel in dem Moment ist natürlich... Heino ist hier. Genau, Heino ist hier, Heino ist da. Du bist auch da. Das ist so die osmanische Haltung. Ich bin da. Ja. Wie ist es bei Italienern, die ganze Zeit gestigen so mit... Klar, das hat natürlich... ich bin froh, dass du es ansprichst. Kultur hat natürlich auch viel Kultur damit zu tun. Viel, das heißt, die Körpersprache ähnelt sich immer innerhalb von einer Kultur extrem. Und bevor wir gleich was sehen, Blicke. Also Michelle, wir bleiben bei Michelle, Entschuldigung. Hm. Michelle guckt jetzt jovial. Hallo. Nein, aber was, ich meine, dass Blicke etwas verraten, ist ja an sich keine Neuigkeit. Klar. Aber was verraten sie Ihnen? Wenn ich einen Tipp mitgeben müsste, auch für die Leute zu Hause vielleicht, wenn du sagst, ein Ding, das wir mit Blicken machen können, dann würde ich euch von den drei verschiedenen Blickarten erzählen, die man erkennen und nutzen kann. Das sind einmal der zwanglose Blick. Der zwanglose Blick ging jetzt, wenn wir im Gespräch wären, Michelle, von deinem linken oder rechten Auge zum anderen Auge, runter zum Mund und wieder hoch zum Auge. Was der Blick sagt,
Ja. Zwanglos. Ich schaue dir in die Augen, ich bin bei dir, ich höre dir zu. Dann gibt es aber noch einen anderen Blick. Das ist der sexy Blick, so der flirty Blick. Ja. Frau Hunziker, bitteschön. Nein, nein. Schon die ganze Zeit. Er ist schon so jung für mich. Hallo. Man gewöhnt sich. Ich bin auch verheiratet. Ich bin ein kleines bisschen entspannen gerade. Wie ist der sexy Blick? Das ist der? Ja, ungefähr so. Nein, sexy Blick ist, vom einen Auge zum nächsten Auge und geht runter zum Körper. Also okay. Unter anderem zum Ausschnitt, aber auch zum Körper. Bedeutet natürlich, ich habe meine Aufmerksamkeit bei dir, aber ich habe meine Aufmerksamkeit auch bei deinem Körper, also der intime Blick. Okay. Dann gibt es den letzten Blick und man kann die halt nicht nur beobachten, sondern auch benutzen. Der geht vom einen Auge zum nächsten und dann hoch zur Stirn. So ein dominanter Blick kriegst du oft bei zwischen Boss und Mitarbeiter, wenn er wirklich ganz dominant zugange ist. Das kannst du nicht nur beobachten, passieren natürlich automatisch im Gespräch, kannst dich auch einsetzen. Wenn du also mit jemandem vielleicht auf ein Date bist, kannst du bewusst den intimen Blick benutzen oder gerade bewusst sagen, ich lasse den ein bisschen zappeln, ich benutze den zwanglosen Blick. Ich zeige, dass ich sozial interessiert bin, aber gebe noch nicht zu viel von meinem inneren Preis in dem Moment. Gibt's natürlich noch viel Sie sprechen von bei der Kunst des Mentalisten von einem Handwerk. Aber ist ein Mann wie Sie beispielsweise auch abergläubisch? Also ich sag mal, glauben Sie an Horoskope? Wie ich aber Zwillinge glauben nicht an Horoskope. Das passt gut. Okay, ist nicht gelandet, alles klar. Ich habe aber vor kurzem ein sehr, sehr interessantes Horoskop. Das war der dominante Blick, den ich... Ja, genau, ich habe auch sofort angeschüchtert. Ich habe aber vor kurzem, das wollte ich euch mal zeigen, ein sehr schönes Horoskop miterlebt auf einer Party. So eine Art Charaktertest. Vielleicht dürfte ich das mit Ihnen machen. Ja. Alles tief begeistert. Glaubt auch nicht an Horoskope. Ja. Es ist ein sehr, sehr einfaches Horoskop, so eine Art Charaktertest. Wir nehmen mal hier... 5 von diesen mit Zuckerglasur überzogenen Kakaomassen. Lecker, lecker. Perfekt. Heino, ich würde Sie bitten, gleich einmal 3 davon zu mir rüberzuschieben. Wir haben verschiedene Farben. Ob es eins rollt weg, alles klar. 3 einmal zu mir rüberschieben. 1, 2, 3. Die anderen beiden dürfen Sie essen. Verbliebenen. Sehr schön. Wir teilen uns. Ach, okay, er darf Sie essen. Junger Freund. Ja. Würden Sie noch 2 davon vom Tisch nehmen? Wir haben noch die rote, die blaue und die grüne übrig. Noch 2 vom Tisch einmal nehmen. Ist egal, welche. Genau, auch einmal 2 einfach anheben. Fantastisch, und geben Sie mir 1 davon. Sehr schön. 1 haben Sie übrig. Welche haben Sie übrig? Die rote. Die rote. Wunderschön. Das Horoskop ging jetzt also in dem Moment zu sagen, du hast die rote nur übrig gehalten, du bist warm, herzlich, liebevoll. Ist natürlich völliger Quatsch. Glaube nicht dran. Ich wollte eigentlich auch nur die Schokonüsse essen hier. Wie man aber wirklich Menschen lesen kann, kann ich euch gleich zeigen. Wie das also viel besser geht, als nur diesen Charaktertest zu machen, würde ich euch gleich in einem Spiel demonstrieren. Ja, bitteschön. King der Überleitung. Wir waren alle da und haben gewartet auf das Spiel. Ich Also fahre fort. Also, fahre fort, sehr gut. Die Bühne gehört dir. Dankeschön. Ich würde einen von euch auf ein Spiel einladen. Du sitzt mir perfekt gegenüber. Ja. Das Spiel, das du wahrscheinlich auch kennst. Aber ohne Nüsse, ja. Ohne Nüsse. Ja. Schade. So, jetzt habe ich auch nicht mehr die Nussschalen im Mund. Sehr schön. Gut. Katharina, sehr easy. Ja. Steinschere, Papier. Kennst du? Ja, ja, ja. Wir spielen gleich ein paar Runden. Schinkenschanken. Schnick, schnack, schnuck. Wir spielen es mit Stein, Schere und Papier. Ohne Brunnen. Ohne Brunnen. Ja. Genau, Brunnensieg 2, das gilt nicht. Mhm. Es gibt verschiedene Arten, bei Stein, Schere, Papier zu mogeln. Mhm. Manche Leute können zum Beispiel in der halben Sekunde, die es dauert, die Hand zu werfen, beobachten, welche Hand du werfen wirst, sehen also, oh, die schmeißt gleich Stein, dann schmeiße ich Papier. Oder, oh, die schmeißt gleich Schere, dann schmeiße ich Stein. Genau. Um das zu vermeiden, spielen wir gleich die Mentalisten-Version. Ich schaue jetzt immer auf deine Stirn. Schaust du mir nicht auf die Stirn, sondern werde ich gleich die Augen zumachen. Welche Augen zumachen? Wir spielen gleich mit verbundenen Augen. Ich zeige dir die Mentalisten-Version von Stein, Schere, Papier. Ah, du wirst mir tatsächlich gleich die Augen zuhalten, Michelle. Das heißt, hinter mich stellen. Noch nicht? Einen Moment, entspann dich. Okay. Wir spielen eine Runde. Ich muss dich erst kalibrieren, heißt das. Ich muss erst rausfinden, wie du denkst, wie du dich verhältst. Also spielen wir eine Runde mit offenen Augen. Wir machen 1, 2, dann schmeißen wir. Ich gebe dir einen Tipp, bevor wir spielen. In der ersten Runde schmeiße ich meistens Stein. Okay. Es könnte aber eine Lüge sein. Bist du bereit? Ist mir wurscht. Eine Runde. Ist dir wurscht? Eine Runde. Stein, Schere, Papier. Wusste ich. Ich hab's dir gesagt. Ja. In der ersten Runde schmeiße ich meistens Stein. Sehr gut. Michelle, steh bitte auf. Ja? Stell dich hinter mich, jetzt wo ich weiß, dass du in der ersten Runde mit Schere verloren hast, geht's weiter. Wir spielen 4 Runden. Leg bitte gleich... Nein. Gleich bitte deine Augen gut auf meine Augen. Halt auch unten fest, dass ich den Monitor nicht sehen kann. Fantastisch. Okay, okay. Katharina. Nee, ich hab überhaupt nichts. Siehst du nichts? Ich sehe nichts. Okay.
Katharina. Ich denke nie. Ja, okay. Du schmeißt gleich Schnick, Schnack, Schnuck und hältst es fest. Bist du bereit? Ja, ja, ja. Ich laufe dich danach durch meinen Gedankenprozess. Okay. Ab geht's. Ja, ja. Schmeiß deine Hand. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Hast du geschmissen? Ja, ja. Sehr gut. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt denken, ich habe gerade mit Schere verloren. Timon geht davon aus, dass ich nicht noch mal Schere schmeiße. Deshalb werde ich jetzt noch mal Schere schmeißen. Das heißt, ich würde jetzt Stein wählen. Habe ich dich besiegt? Du hast mich besiegt, jawohl. Perfekt. Wir spielen eine zweite Runde. Zweite Runde. Zweite Runde. Zweite Runde. Ich sag dir nichts. Ich möchte nur, dass du weißt, dass Frauen in der zweiten Runde meistens Papier schmeißen. Ich möchte dich nicht beeinflussen. Nur, dass du es weißt. Sobald du bereit bist, Schnick, Schnack, Schnuck. Ab geht's. Schnick, Schnack, Schnuck. Hast du geworfen? Ja. Perfekt. Wenn ich du wäre, würde ich in dem Moment wieder denken, ich habe in der ersten Runde mit Schere verloren, zweite Runde mit Schere verloren. Er wird niemals drauf kommen, dass ich dreimal nacheinander Schere schmeiße. Ich schmeiß wieder. Habe ich dich besiegt? Ja. Das klingt ja ein Ja. Okay, okay, okay. Zwei Runden spielen wir noch. Ja. Okay, schon zwei Runden spielen wir noch. In der nächsten Runde sage ich nichts. Ich gebe dir keinen Tipp, ich beeinflusse dich nicht. Du merkst ja in diesem Moment schon, dass ich ein steinharter Gegner bin. Und ein steinharter Gegner. Katharina wird durchschauen. Halt du bereit bist, mach deine Hand. Schnick, Schnack, Schnuck. Hast du geschmissen? Ja, ja. Hast deine Hand gewählt? Ja, ja. Fantastisch. Katharina, ich weiß nicht, warum du das machst. Und warum die meisten Menschen das machen. Aber wenn ich du wäre, würde ich mich schon wieder für Schere entscheiden. Ich schmeiß nochmal Stein. Ja. Hab ich dich besiegt? Ja. Letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde. Allerletzte Runde, allerletzte Runde. Ja. Okay. Allerletzte Runde. Ja. Da, wir sind zu gut. Und Michelle, muss man sagen, Michelle hält wirklich die Augen wirklich zu richtig zu. Ja, ja, ja. Perfekt. Sehr gut. Okay, allerletzte Runde, Katharina. Dieses Mal machst du gleich auch die Augen zu. Okay. Du schmeißt noch nicht. Hast du die Augen zu? Ja. Du kriegst gleich eine 50-50-Wahl von mir. Wir hatten jetzt dreimal Schere. Dieses Mal schmeißt du bitte nicht Schere, sondern entweder Stein oder Papier. Ernsthaft, ja? Ernsthaft. Okay. Ich werde dem Publikum gleich zeigen, was ich glaube, dass du schmeißen wirst. Darum hast du die Augen zu. Ich schmeiß Schere. Auf keinen Fall. Das ist das Einzige, was du nicht machen darfst. Liebes Publikum, sobald Katharina ihre Hand schmeißt, ist es wichtig, dass ihr euer Pokerface behaltet. Keine Emotion, okay? Verratet nur nicht, ob ich richtig oder falsch lag. Ich zeige euch jetzt, was ich glaube, dass sie schmeißen wird. Katharina, schmeiß jetzt deine Hand. Schnick, Schnack, Schnuck. Haltet euer Pokerface in diesem Moment. Hast du eine Hand geschmissen? Ja. Yep. Was hier interessant war, weil ich dem Publikum gesagt habe, ich werde denen zeigen, was du gleich schmeißt. Glaube ich, hast du dich im letzten Moment noch umentschieden für das hier. Was hast du geschmissen? Ja, yeah, wow. Papier? Yeah. Fantastisch, da haben wir einen Riesenapplaus. Sehr, sehr gut gemacht. Lieber verehrter Timon Kraus. Ich wollte aber wirklich einfach nur spielen. Bitte? Ich wollte einfach nur spielen. Ich auch. Ja. Auch und gewinnen. Aber vor allem nee, ich wollte nicht gewinnen. Also das war mir tatsächlich egal. So perfekt. Aber ich wollte einfach nur spielen. Deswegen habe ich auch gar nicht nachgedacht, sondern habe dann einfach auch gut. Aber offensichtlich kann man Schere. Auch das nicht nachdenken und ja lesen. Dann ist es ja noch vorhersehbar. Ja, ja. Das ist dann doch sehr. Warum mussten Sie nach Neuseeland? Er ist ja in Deutschland geboren und ist nach Neuseeland gegangen, um das zu lernen. Warum können die das besser lehren als? Ich bin nicht hingegangen, um es zu lernen. Ich wollte eigentlich nur so weit wie möglich weg. Und das andere Ende der Welt ist ungefähr Neuseeland, aus Neugierde. Und da habe ich einen Lehrmeister kennengelernt, Richard Webster heißt er. Der hat mich da eben gelehrt, ein paar Experimente beigebracht, mir geholfen, da irgendwie nach oben zu ziehen, langsam mein Können zu verbessern. Jetzt ist die Frage mit Michelle noch. Also Michelle, hat das auch ein bisschen mit Manipulation zu tun? Ja, sicher. Ausschließlich. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Also es ist... Du manipulierst sozusagen die Aktionen der Leute. Tu mein Bestes. Knallhart. Ich frag dich in dem Moment auch gleich mal. Michelle, wenn du dich jetzt schon entscheiden müsstest, du musst dich jetzt noch nicht entscheiden. Ich weiß nicht, ob wir gleich noch ein Spiel machen. Nein, ich befürchte, wir werden danach. Okay. Okay. Aber wir werden jetzt, es wird ja jetzt spannend. Ich frag dich erstmal jetzt, Hallo? Musst dich nicht jetzt entscheiden, aber wenn du dich genau jetzt entscheiden müsstest, Kreis oder Dreieck, was wär's? Kreis. Kreis, okay, folgendes. Michelle, wenn du dich umentscheidest, ach, damit noch, kannst du mich nicht kaufen. Lege noch 150 Euro dazu. Damit kannst du mich nicht kaufen. Ich bin armer Philosophiestudent. Ja. Wäre es immer noch ein Kreis? Ja. Michelle, es ist mir völlig egal, ob du dich umentscheidest oder nicht. Hier ist meine Karte. Der Mann hat Stil. Hier ist mein Portemonnaie. Ja. Ich bleib beim Kreis. Du bleibst beim Kreis. Wenn also ein Kreis drin ist, du bleibst beim Kreis? Ja. Ganz sicher? Ganz sicher.
einfach die Hand auf oder wir legen deinen Teller kurz drunter. Mhm. Es sind zwei Dinge drin. Ich habe gesagt, es sei nur ein rotes Papier drin mit entweder einem Dreieck oder einem Kreis. Nichts anderes. Ich weiß. Nichts anderes. Mit entweder einem Dreieck oder einem Kreis drauf. Es sind in diesem Moment zwei Dinge drin. Du hast Kreis gesagt, wenn da auf dem roten Papier ein Kreis ist, kriegst du all das. Und wenn es aufs Blaue ist? Kommen wir gleich zu. Öffne das rote Papier, sag uns bitte, was drauf ist. Ein Dreieck. Ein Dreieck, natürlich, natürlich. Ich würde nicht all mein Geld hier drauf setzen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass du dich nicht in der 50-50-Wahl manipulieren lassen würdest. Aber um zu beweisen, dass ich nicht nur die 50-50-Wahl beeinflussen kann. Heino, wissen Sie noch, dass wir ganz am Anfang ein Spiel gespielt haben mit den Schokonüssen? Ja. Sie haben eine Nuss ausgewählt. Welche Nuss war übrig letztendlich? Die rote. Die rote? Die rote, ja. Weil sie herzlich und liebevoll und warm sind. Siehst du? Sie dachten, es wäre eine freie Wahl. Sie dachten, es wäre so ein Quatschhoroskop, das wir spielen. Ja, ja. Würdest du das blaue Papierchen einmal Heino geben? Ja. Würden Sie es bitte öffnen und vorlesen? Bitte. Tatsächlich fingen wir nämlich in diesem Moment schon an zu spielen. Die rote Schokonuss war Ihre. Oh, du bist warm. Du bist warm, herzlich und liebevoll. Deshalb lässt du die rote Schokoladenlinse übrig. Deswegen lässt die rote Schokoladenlinse Das ist Timon Krause, meine Damen und Herren. In jungen Jahren schon ein Meistermentalist. Vielen Dank, dass Sie in unserer Runde sind. Herzlichen Dank.